Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und wie ihr sicherlich hören könnt, ist die Audioqualität weitaus besser als vorher. Und das konntet ihr auch im Video jetzt vorher sehen, wie ich das neue Mikrofon ausgepackt habe und aufgebaut. Und ja, jetzt habe ich das alles fertig eingerichtet, wobei man beim Auna Mic 900B fast gar nichts einrichten kann, muss, so. Man kann da einfach direkt anfangen, das loszubenutzen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. So, vor allem, weil die Audioqualität eben für den Preis so die beste ist, die man eben im Preis-Leistungs-Verhältnis haben kann. Ich habe das jetzt für 55,55 € auf Amazon bestellt, das Auna Mic 900BG. Das heißt, das ist, mit Gold ist, also schwarz und Gold. Das normale schwarze kostet irgendwie 25 Euro mehr. Ich weiß jetzt nicht wieso, aber es kostet irgendwie 79 €. Und ja, ich habe mir halt vor allem das Goldene gekauft, weil das eben günstiger ist. Dazu habe ich einen newer Mikrofonhalter und eigentlich auch noch ein Popschutz, aber der ist noch nicht angekommen, weil der irgendwie von jemand anderem geliefert wird als Amazon. Alle Links zu den Produkten sind in der Beschreibung. Ich bekomme kein Geld dafür oder so, dass ich das jetzt verlinke. Also das ist kein Product Placement oder sonst irgendwas. Ich möchte euch einfach so ein bisschen einen Rat geben, falls ihr eben auch gerade auf der Suche nach einem neuen Mikrofon seid, welches nicht allzu viel kostet, also wo ihr unter 100 € mit wegkommt und was trotzdem ziemlich gute Audioqualität liefert, dann seid ihr, glaube ich, mit dem Auna Mic 900B ziemlich bei der richtigen Wahl. Eigentlich alle zukünftigen Videos, die ich bisher noch nicht aufgenommen habe, werden mit diesem Mikrofon wahrscheinlich aufgenommen werden. Es gibt halt noch so 2, 3, 4, 5 Videos, die ich noch in der Vorderhand habe. Die habe ich schon aufgenommen und auch den Ton aufgenommen eben. Die werden halt erst, die werden noch mit dem alten Mikrofon sein. Das heißt, wundert euch da nicht, warum da noch so schlechte Qualität ist. Jetzt kommt mal ein kurzer Vergleich von drei Mikrofonen. Einmal das alte Mikrofon, das Microsoft LX2000, ist ein Headset. Habe ich damals für 23 € bei Medimax, glaube ich, gekauft. War im Sonderangebot. Also jetzt kostet es, glaube ich, 50 €. War jetzt nicht so das krasse Sonderangebot. Aber das habe ich einfach so gekauft, einfach als
Einsteiger-Anfänger-Mikrofon. Damals auch eigentlich nur zum Skypen. Dann werde ich noch vergleichen das Nikon D3200 eingebaute Mikrofon. Also das Mikrofon, was in der Nikon D3200 Spiegelreflexkamera, die ich habe, eingebaut ist. Und eben als letzter Vergleichspartner, das, was ihr auch gerade hört, das Auna Mic 900B. Und ich werde alle drei Aufnahmen unbearbeitet lassen, also damit ein möglichst unverfälschtes Ergebnis rauskommt. Auf der A1 in Richtung Berlin findet ein Wettrennen zwischen 7 Hunden statt. Fahren Sie vorsichtig. Vielen Dank. Auf der A1 in Richtung Berlin findet ein Wettrennen zwischen 7 Hunden statt. Fahren Sie vorsichtig. Vielen Dank. Auf der A1 in Richtung Berlin findet ein Wettrennen zwischen 7 Hunden statt. Fahren Sie vorsichtig. Vielen Dank. Ja, ich denke, wie man hören konnte, war der Unterschied ziemlich groß. Und das ist auch irgendwie gut so, würde ich sagen, weil sonst würde sich, glaube ich, die Investition von diesen 55,55 € plus Mikrofonständer plus Popschutz nicht lohnen. Ich glaube, insgesamt bin ich auf 75,40 € oder so, nee, auf 72,40 € oder so ähnlich gekommen. Also ich empfehle wirklich jedem YouTuber, Let's Player, Blogger, also Podcaster, keine Ahnung, egal, jeder, der irgendwie Aufnahmen machen muss, Audioaufnahmen, und dabei einigermaßen gute Qualität haben will, aber nicht irgendwie 3.000 € dafür ausgeben will oder schon 200 € oder sonst irgendwas für gute Mikrofone, der ist, glaube ich, mit dem Auna Mic 900B ziemlich gut beraten. Es ist auch, glaube ich, das meistverkaufteste Produkt in der Kategorie Mikrofon auf Amazon, eben weil so viele mit diesem Mikrofon arbeiten, sprechen, aufnehmen und so weiter. Das sagt zwar nicht direkt was über die Qualität aus, denn es gibt auch viele, die iPhones kaufen, aber auf jeden Fall sagt das, dass viele davon überzeugt sind und scheinbar auch zufrieden. Ich bin auch soweit zufrieden mit diesem Mikrofon. Ich hoffe, dass es einfach die Aufnahmen und Videos in Zukunft bereichern wird. Vor allem, da ich auch viel mehr geskriptete Videos machen möchte, wo ich denke mal auch die Audioqualität ein wenig zur Qualität des Videos beiträgt. Ein bisschen mehr als bei Let's Plays, so 0815 Let's Plays von Minecraft oder sonst irgendwas. Also wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein ausführliches Review zu diesem Mikrofon machen soll, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde das dann vielleicht mal machen, also je nachdem, ob ihr das wollt. Und noch detaillierte Fakten zu dem Mikrofon an euch weitergeben, weil ich habe jetzt in diesem Unboxing-Soundtest-Video vor allem ja eben gezeigt, wie es aussieht, wie sich das anhört und ob man sich es kaufen sollte. Also ich denke, für wirkliche Profis ist das jetzt nicht unbedingt was, weil Profis, die das auch professionell machen und damit Geld verdienen, die haben dann, glaube ich, auch bisschen mehr Budget, um sich ein besseres Mikrofon zu kaufen als das Auna Mic 900B, aber eben für Einsteiger und Hobby-YouTuber oder sonst irgendwas ist das auf jeden Fall eine gute Alternative zu einem Rode NT1A oder auch, keine Ahnung, einem Sennheiser-Mikrofon. Und vor allem ist es weitaus besser als eingebaute Kameramikrofone. Aber die sind eigentlich bei Spiegelreflexkameras nie gut. Also ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber ich kenne jetzt keine Spiegelreflexkamera so wirklich, die ein gutes eingebautes Mikrofon hat. Deswegen nutzt man meistens auch eher Ansteckmikrofone, solche kleinen, die man dann an die Kleidung steckt, oder eben Richtmikrofone. Entweder die direkt an der Kamera befestigt werden oder an einem Stock,
habt ihr vielleicht auch mal irgendwann auf einem Bild von einem Filmdreh oder so gesehen oder einem Interview. Das war's dann mit diesem Video. Hier seht ihr jetzt die neue Endcard, die immer noch relativ neu ist von mir. Und lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat. Wisst ihr, was ihr zu tun habt. Aber schreibt doch bitte in die Kommentare, was ich verbessern könnte. Ciao.